Du hattest vorgezogen. Erste Aktion. Beide wird zum Parieren aufgespart. Gut. Zum Gegenhalten halt. Achso, die Maro sind auch auf der 12, ne? Ja, richtig. Gemeinsam mit dem Falkenbanner. Könntest du aber beschreiben, ob jemand von den Maros vielleicht wieder hervorziehen immer angreift? Nö, den Maros ist das erstmal egal. Die brauchen nur Blut. Der Splitter interessiert die nicht. Die wollen jetzt zu dritt Jalan schlachten. Wie gut. Sollen sie versuchen. In der Space Marine. Der ist eine Dose, der will das. Blut für Chor, her damit! Ach, wenn man so fest. So, Jalan hat er mit 18 vorgezogen. Vespertilio und Vermis aktivieren beide zwei Artefakte. Also jeweils eins. Vermis greift sich an seinen Ring, der fängt an zu leuchten und eine magische Kuppel umgibt ihn. Und Vespertilio. Nee, er wird keinen Ring aktivieren, er fängt einen Zauber an. Eldan und Abelmir dürft beide mal eine Magiekundeprobe machen, wenn ihr möchtet. Mhm. Und die Frage, habt ihr den harte Schmelze? Nein. Nein. Gut, dann würfeln wir mal eine Magiekundeprobe. Aber wenn ich die jetzt würfel, kostet die mich eine Aktion, richtig? Nein, passt. So. Jupp. 11 Punkte. Mhm. Und Eldan? Ja. Das ist magisch. Nicht. Ja. Dann habe ich jetzt aber mir ein paar Informationen gegeben, was Vespertilio da vor sich hin murmelt. Verkürzt auf zwei Aktionen. Damit ist die 14 durch. Nee, die 12 ist noch nicht durch. Die Maros haben uns alle angegriffen. Ja, genau. Ich hatte Vespertilio und Vermis hätte ich vorgezogen. Mit Paligan schaue ich mir erstmal an, was passiert. Den handle ich noch nicht. Dann ist das Falkenbanner jetzt dran. Ja, das Falkenbanner geht jetzt auch langsam mal in die Startlöcher, nachdem sie da die letzten drei Runden rumgestanden haben. Und ja, die hier und geflogen den Marus von hinten in den Rücken, die alle auf Jalan einstechen. Und der letzte Maru sticht dann vielleicht auf den Rücken von den Falkenbanner ein. Wobei zwei von denen sich wahrscheinlich auch einfach dem Maru zuwenden könnten. Sind ja genug. Ja, genau. Und die ganzen Bogenschützen würden auf die Lederschwinge schießen, die wahrscheinlich über dem Kampf rumfliegen. Die hier sind. Also ich weiß nicht, ob die im Kampfgetümmel eingebunden sind. Die sind in der Luft. Ja, dann würde auf die geschossen werden. Von allen Bogenschützen, die irgendwo anwesend sind. Ups. Hier oben drei Adlerbanner zu viel gemacht, sehe ich gerade. Beide oben. Gut. Ja, dann schieße ich jetzt einfach mal mit allen. Ich gucke einfach mal, was ich würfle. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Marus. Immer nur 3 sind an mir dran. Glück. Ich sag mit den Marus allen einen Wuchtschlag an. Mhm, wie viel? Ja, 6er Wuchtschlag. Gut, die ersten drei sind für dich. Den ersten halte ich gegen. Ach, der passt sogar, wie schön. Er ist entsprechend gegengehalten und darf entsprechend 15 Schaden fressen. Trefferzone? Ja, kriegst du. Den Patzer kannst du nicht gegenhalten, aber du kannst die 7 gegenhalten. Stimmt, ich muss. Richtig, ich kann den nur gegenhalten, wenn er auch trifft. Entsprechend die 1 wird dich aber treffen. Ja. Aber die Frage ist, ob nur ein glücklicher Attack ist oder eine Dings. Wenn wir die 18 nehmen, ist das nicht bestätigt. Genau, deine Initiative ist höher als die von dem Marus, also siehst du, dass die 20 nicht pariert werden muss. Ist so oder so egal, ich muss mich tatsächlich erst nachdem der Angriff glückt entscheiden, ob ich parieren will. Ist richtig. Gut, dann kannst du einmal den ersten Maru, der trifft wie gesagt nicht, dann nimm einfach mal den zweiten, der in der Mitte steht, den kannst du dann den Schaden geben. Sind in den Tausend, ist das eine Wunde? Das ist eine Wunde, oder? Das ist eine Wunde. Wie viel Schaden machst du? Dann ist es einfach mal 6, 15. Ist gar nicht so viel, dann haben wir schon Plus. Aber auch für eine Parade ganz schlecht. 20, 2 Wunden. So, und was habe ich gerade gesagt? Säbel. Krass. Mit einem 6er Wuchtschlag. Kommen sie nirgendwo durch mit 12. 12. Richtig. Johnny kennt meine Rüstung. Kommen sie nirgendwo durch, seitdem wir einen kleinen C treffen. Johnny, warum kennst du meine Rüstung auswendig? Und die Bogenschützen, die, ich habe jetzt einfach mal alle, die unter 10 waren, genommen, die geschossen haben, treffen, aber wären miserabel. Auf die Leder schwingen.
auf die Leder schwingen? Ja. Das sind mindestens drei. Mit den befleckten Betteln. Dann sind das schon mal zwei Wunden. Muss gerade mal schauen. Fantasy Grounds. Ich würfel nochmal zwei Selbstbeherrschungsproben. Und noch einer. Einer stürzt ab. Dann geben wir ihm mal den Zustand. Johnny, such dir mal den Zustand für einen Verwundeten aus. Dass der am Boden gehalten ist, damit wir es auch wissen. Welcher denn? Nimm mal den hier. Der ist am Boden gepinnt. Also nicht runtergepinnt, aber der ist auf alle Fälle auf dem Boden. Dann sind die Schützen. Dann sind die Schützen vom Adlerbanner durch, Falkenbanner ist durch, Marus haben gekämpft. Vespertilio hat eine Aktion. Vespertilio hat eine Aktion, zwei Aktionen gezaubert. Was habe ich Abel mir verraten? Vermis hat noch eine Aktion offen, nachdem er einmal das Artefakt aktiviert hat. Er wird ein zweites Artefakt aktivieren, seine Halskette fängt an zu leuchten. Er schreit einmal laut Desintegratus Pulverstaub, deutet auf das Falkenbanner und ihr könnt. Schwachsinn, was ich gerade gesagt habe. Vermis Gulmaktar wird in einer Aktion zusammen mit seiner Kuppel laufen, gehen, Aktion Position und lässt Vespertilio damit zurück, der nicht mehr in der Kuppel ist. Dann sind die beiden Magier durch. Eldan Gormas. Ja, ich tue es ihm ähnlich, bloß habe ich kein Artefakt und möchte auch ein Galianum Zauberschild wirken mit der Modifikation gegen Zauber. Dort zwei Aktionen. Gut. Dann kannst du schon mal würfeln. Ist am Ende der Runde durch. Abelmir hat noch zwei Aktionen, die er zaubert, beziehungsweise zwei Aktionen werden gezaubert, dann hast du noch eine Aktion und Ende der nächsten oder Anfang der nächsten Kampfrunde kannst du dann die Nignisferi starten. Jalan hatte vorgezogen, Ömer ist dran. Ja, Aktion, Position und dann will er ganz gerne weiter zwischen die Leute sich hier quetschen und sagen, schützt mich, ich bin wichtig. Ich will immer sagen, schützt mich. Kann ich freie Aktion aufwenden, schützt ihn? Das ist, was ich tun will, aber vielleicht will ja jemand auch vorziehen. Die Frage war, ob ich freie Aktion aufwenden kann, um denen das auch nochmal zuzurufen. Vielleicht hören sie auf mich eher als auf ihn. Also Palligan zieht nicht vor, kannst du das auf alle Fälle tun? Lassen die mich hier so in die Mitte zwischen sich, wo ich hin will, ganz gerne? Zwischen die vier? Bestimmt. Müsste Eldan entscheiden. Ah, wir sind todesmutig. Da machen die alle so einen halben Schritt zur Seite, dass ich mich dazwischen quetschen kann. Palligan erhebt sich in die Lüfte und fliegt mit seinem Mantel. Aufs Dach? Aufs Dach. Das waren auch zwei Aktionen, die er geflogen ist. Und dann haben wir noch Kiaras. Hattest du schon was getan? Nein, ich möchte meine Waffe wieder aufheben. Richtig, eine Aktion. Ja, und den Ball noch gehe ich dann raus und. Weil Palligan! Du Witzfigur Meridianas! Überredenprobe, um ihn jetzt zu spotten. Ja. Finde ich gut, finde ich mutig, wenn jetzt da Alan Fahner Zwistigkeiten ausgepackt werden. Vielleicht lässt er sich. Deine Mutter hat dich auf der letzten Party verleugnet! Das hat sie tatsächlich. Du siehst, wie sich die Schwarzen mit unwassertriefenden Augen nach dir oben drehen. Nachdem er dort gelandet ist. Nächste Kampfrunde. Und dein Vater hat deinen Kindheitsschwarm in sein Harem aufgenommen. Hat das Falkenbanner eigentlich seine Angriffe gewürfelt? Nee. Weil die wurden angesagt, aber dann irgendwie vergessen. Ja, müsste das Falkenbanner mal auswürfeln. Eins, elf, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Haben alle bis auf einen getroffen. Ah, na, sogar ein Crit. Ich glaube, dann gehen die Marus jetzt flöten.
habe eine Frage zum Falkenbeiner. Wer ist eigentlich der Oberleutnant? Das ist Dreischberger. Dreischberger, genau. Ja, Dreischberger an vorderster Front dieser 10 Falkenbanner, die Jalan zur Hilfe geeilt sind, gibt einige kurze bellende Befehle und er selbst stürzt sich auf einen dieser Marus von hinten und jederweils 3 von diesen Falkenbannern-Soldaten stürzen sich auf diese beiden. Die letzten 3 kümmern sich um den, der ihnen zugewandt ist, rennen von hinten auf sie zu und stechen sie gnadenlos nieder, stechen noch auf die liegenden Leichen ein und gehen wirklich sicher, dass da kein Stück sich mehr bewegt, im Sinne von, falls das noch Paktierer sind. Und Dreischberger nickt einmal grimmig zu Jalan. So. Tod. 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 Neue Runde, ich zieh vor. Warte. Okay. Ahmad, beschreib doch mal, wie du an dem Küstenstreifen ankommst. Oh, ich bin schon da. Das ist so. Ja, ein bisschen schneller als erwartet. Ahmad hat alles aus der Arche rausgeholt, was ging. Und hat quasi immer wieder da Celeste angefeuert, hat dann auch da mit den Leuten zusammengearbeitet, dass sie, ja, rudern vielleicht nicht unbedingt, aber alles Mögliche, alles, was nicht unbedingt nötig ist für die Weiterreise, von Bord werfen. Was diesen schnellen Einsatz der Gezeitenspinne erklärt. Und die Gezeitenspinne läuft hier links neben diesem riesigen, unheiligen Berg ein, rammt fast gegen die Klippe, wo die Seile zum Draufklettern gespannt sind. Und die Leute scheinen bereit sein, sofort dort hochzuklettern. Sie wurden bereits von Ahmad darüber instruiert, was sie zu tun haben, wenn sie dort sind. Und nun beginnt die Landung der Gezeitenspinne, die ächzt und stöhnt. Und die Leute, ja, klettern allen nach Ahmad die Seile, die dort gespannt sind, hoch. Dann nächste Kampfrunde. Adeptus Major Eldan Gorbas kann erkennen, dass wohl die Wunde an seinem Bein, geschlagen durch die Magdalea Nata, verheilt ist. Du stehst, kannst dich bewegen, als ob nichts passiert wäre. Nochmal dankbar zu Kieras rübernickend, der jetzt gerade diese riesige, vampirähnliche Kreatur auf dem Dach provoziert. Dein Wundschmerz ist regeltechnisch nicht vorhanden. So. Ich möchte vorziehen. Du möchtest vorziehen mit der 18. Richtig. Der letzte Mauro wurde gerade noch mit einem Schild voran in den Brunnen gestoßen. Ich nicke Dreischberger auch nochmal grimmig zu. Und mache einen Sturmangriff auf den Magier. Auf Veremis Gulmaktar? Auf Veremis Gulmaktar. Scheiße. Denn der Mann hat gerade einen kapitalen Fehler gemacht, sich in meine Bewegungsreichweite zu begeben. Ja. Oh. Das ist gar nicht so gut. Schauen wir mal. Du würfelst einen Sturmangriff? Ich würfel einen Sturmangriff und der geht durch. Scheiße, was? 19? Ja, ich greife auf die 23 an. Der 4er Erschwernis ist das genau gepackt. Ungünstig. Ja. Warum? Mal schauen, das ist bestimmt nicht viel Schaden. Ja gut, 25. In den Torso. Möchtest du noch den W6 für den Wundschaden haben oder... Kann ich parieren oder geht das nicht? Er hat eine Aktion und dadurch, dass er den Sturmangriff von der höheren Initiative nicht gesehen hat, Jalan hat jetzt ein ganz anderes Problem. Er aktiviert in seiner Aktion, er benutzt keine Parade, sondern er wird sein Destructibo-Artefakt auslösen. Die Aktivierung von Artefakten kann er nur machen, wenn er initiative technisch dran ist. Richtig. Oder es ist ein automatischer Auslöser. Er muss einmal etwas schreien. Das ist aber erst, wenn er dran ist. Aber ich bin ja zuerst dran. Naja, aber dein Sturmangriff dauert 2 Aktionen. Nicht auf 8 Meter, nein, die schaffe ich in einer. 2 Aktionen Position und dann 6 Meter in einer Aktion gesprintet. Na gut. Also regeltechnisch ist er nicht vorher dran. Er kann nur, das Artefakt kann sich nur auslösen auf irgendwelche Bedingungen, aber
nicht darauf, dass er vorher dran ist und ein Artefakt willentlich aktivieren kann. Ja. Ich weiß, du hast dich auf ein Magier-Duell gefreut, aber das wird hier nicht passieren. Nee, es ist okay. Also er hebt gerade sein Amulett, seine Kette, wo er immer gerasselt hat, hoch. Da taucht vor ihm, vielleicht durch den Regen nicht ganz so sehr zu sehen, Jalan durch die Kuppel des Guardianum und spießt ihn auf Yamish Aquam auf. Der fette Leib wird auseinandergeschnitten, Gedärme, die sich über den Kies verteilen. Und mit einem ungläubigen Blick schaut sich der alte Mann an, Unverständnis in seinem Blick. Er murmelt noch irgendwas, reißt dann die Kette an seinem Hals ab und fällt wortlos zu Boden. Verzaubert das. Nächster. Warte mal. Wie viel Schaden hast du gemacht? 25. 25 plus, das heißt, wenn das 2 oder 3 Wunden in seinem Torso. Den W4 plus, wenn das eine zweite Wunde war, nochmal die 3. Wahrscheinlich 3 Wunden, konnte ich mir vorstellen bei Magier. Ich kann nachdem, wie man einmal rumlaufen ist. Würde man dritten wie 6, bevor sie keine Entscheidung auf der dritte Balsam-Halskette, 15 LEP mit Auslöserverletzung ab 5 SB. Das heißt, er bekommt jetzt sofort 15 LEP zurück. Über die nächste Spielrunde, ja, das dauert. Richtig, Balsam wirkt eine Spielrunde. Eine Spielrunde dauert es. Er kriegt dir sozusagen, du kannst diese 15 LEP. Er ist nicht tot. 5 Minuten. Er ist nicht tot, gut, er ist nicht tot. Jetzt halt halb tot vor mir. Du lässt ihn totgeglaubt zurück, genau. Okay, das gebe ich dir. 1, 2, 2 Wunden? 2 Wunden? 3 Wunden. Kommt auf an, 2 Wunden. Oder 3 Wunden können das. Wo hast du hingewürfelt? Torso. Autsch. Ich vermute, dann wird sich auch. Ich muss gerade mal schauen, ob sein zweiter Balsam sich auch noch auslöst. Muss ich gerade mal schauen. Der hat nämlich noch irgendwo einen zweiten Balsam. Also, wenn seine Konsti unter 18, nee, unter 17 liegt, dann kriegt er sogar noch eine dritte Wunde. Kommt nur ein Punkt Schaden. Was hattest du gesagt? Konsti ab? Er hat eine Konsti von 13. Dann kriegt er 3 Wunden. Ja. Gut. Also 33 Schadenspunkte und dann, wenn er, was ich, 30 in dem Sinne geht, ist er bei minus 3. Das ist also, seine Artefakte wirken voll. Ja. Die dauern nur eine Zeit, bis sie durchgetickt sind. Ja. Ja, gut, und er sieht wirklich tot aus. Ja, Vermis ist aufgespießt. Deine Aktionen sind dann mit 18 durch. Noch irgendjemand? Irgendjemand, was das Erste, was tun will? Gut, dann handle ich erstmal die Lederschwingen ab. Die anderen haben hier oben gerade die beiden zerfetzt und fliegen dann weiter zu den anderen Schützen. Die sind auch gerade schon dabei. Das heißt, da entbrennt so ein kleiner Kampf. Dann habe ich die schon mal durch. Eldans Befleckte. Ja, die vier hier beschützen jetzt Oma. Warum wissen sie nicht so genau? Aber Cap meint das wohl. Machen wir das mal. Ja, und der Rest versucht entweder die Lederschwingen aus der Luft zu hauen oder diese beiden Marus. Wie erfolgreich das jetzt ist, würde ich nicht behaupten. Soll ich da irgendwas würfeln? Ich glaube, gegen die Marus mit Überzahl, das wird nicht das Problem sein. Aber ihr könnt weiteres Kreischen vernehmen. Die immer noch unglaublich gigantische Gezeitenspinne ist gerade neben euch aufgetaucht und die ersten Mann klettern gerade hinüber, setzen zum Sturmangriff an und vor ihnen ein rot leuchtender Aura. Ahmad Jadda al-Bakra ibn Nasreddin mit seinem gezogenen Doppelkunchoma. Leider. Und weitere Schreie, Kreischen, weitere Dinge, die von der Plagenbringer aus Richtung Osten auf euch zulaufen. Die Gezeitenspinne im Westen und die Plagenbringer im Osten. So, die 11 durch. Falkenbanner, 12. Ja, das Falkenbanner würde sich jetzt den wichtigen Leuten anschließen. Also zum Beispiel da die 5 würden zu Yalan gehen. Die würden hier aushelfen. Und generell würde jetzt, glaube ich, hier würden vielleicht, nee, obwohl, da kommen die nicht durch wegen Omar. Ja, die würden dann hier auch gegen die Lederschwingen kämpfen. Eine ist ja noch am Boden, die anderen kommen dann in Sturzangriffen runter, werden dann einfach die Krallenhände abgeschlagen. Genau. Also ich glaube, das wird mit den wenigen Lederschwingen, die das aktuell hier sind, wird das nicht so das Problem sein. Ja, das Problem ist, gerade existiert es für die 5 Adlerbanner da im Süden, aber da sehe ich gerade nicht, wie da irgendjemand helfen kann, außer den Bogenschützen, die drin sind. Ja, nee, die werden demnächst zerfleischt werden, die werde ich hier schon mal wegnehmen. Die beiden Adlerbanner werden wahrscheinlich die beiden hier zerschießen.
Ja, genau, die sind nur mit einer Wunde, die werden dann irgendwie auf euch zuhumpeln und dann weggefrühstückt. Ja, die werden dann genau, die werde ich euch auch wegnehmen. Tote Aura und Objekt. Ach komm, und dieses Adlerbanner hier schießt einfach mal auf den Magier. Die zerschießen die Sklaven, die wissen es nicht besser. Ja, die verschießen die Sklaven, okay. Wenn die ersten paar Pfeile in Richtung von Vespertilio fliegen, können die zumindest entdecken, dass die in der Luft vor ihm fallen. Na, beziehungsweise nicht fallen gelassen werden, sie stecken einfach in der Luft. Die Pfeilspitze zertrümmert, bleiben sie einfach dort stecken. So, so. Schützen, Adlerbanner ist tot, so cool. Varus sind alle tot. Vespertilio ist fertig mit seinem Zauber. Und was macht jetzt Vespertilio? Setzt zu einem weiteren Zauber an und beschwört die Schatten. Dauert allerdings. Vespertilio ist durch. Major Elden Gorbas. Ja, ich versuche auf Padigan ein Blitz dich zu wirken. Das ist meine Aktion. Mhm. Eine Aktion? Ja. Aua, das ist sogar ziemlich gut. Schauen wir mal die MR von Padigan an. Könnte sogar geklappt haben. Blitzt du gerade ernsthaft, Darian Padigan? Läuft wahrscheinlich so für eine Kampfrunde. Ja, ist vollkommen egal. Ich muss gerade mal schauen, wo seine MR ist. So viel zum Magier, Leute. Ja, aber der Magier ist nicht in Reichweite. Die MR ist 16. Was hat das für ein Ständchen über? Er hat 16. Er packt die 16. Er hat genau gepackt mit 0 wird zu 1. Ja, wow. Maximale Erschwernis ist 16. Ja. Ja. Das hat einen ZF4-Stern über. Er ist jetzt 7 Aktionen geblitzt. Der kriegt rechnest einen Punkt rechnest du nicht dein. Nee, du rechnest dein THW minus die. Genau, aber das ist dann ja 3, 7, 8 ist er ja trotzdem drunter. Oh, da kriegt er trotzdem. Für eine Aktion. Ich glaube, er hat letzte Aktion, hat er glaube ich gar nichts getan, habe ich ihn vergessen. Die, die Dauer richtet sich nach dem ZFW, also nach der ZFW-Aktion. Das ist eben also 7 Aktionen. Also 7 Kampfrunden lang hat er jetzt minus 1 auf Parade. Nee, 7 Aktionen, nicht 7 Kampfrunden. Innerhalb Kampfrunden. Ja, 7 Kampfrunden hat er das eben jetzt und hat dann eben jetzt 1 Punkt Erschwernis auf Attacke oder Parade, darf sie aussuchen. 1 Punkt Erschwernis auf alle Talentproben, aber minus 14 auf Initiative. Weißt du was? Initiative 10. Dann zieh ich vor. Dann zieh ich mit Paligan vor. Du ziehst jetzt vor, obwohl du schon alle Effekte ausgewürfelt hast? Naja. Ist sein Recht als Dings, oder? Ja, so, wenn du einen Blitz ansagst, okay, mag richtig sein, hätte ich vielleicht, nachdem ich gehört habe, dass ein Blitz kommt, hätte ich vorziehen müssen. Wurde dann natürlich nicht auf mich gewartet, aber nein, ist okay, dann wird gleich Paligan angreifen. Ich, er muss jetzt wahrscheinlich sowieso handeln, in dem Sinne, weil er bei Initiative 10 ist. Ja, ist aber Initiative 10, darf sich nicht orientieren. So, lass mich mal nachschauen, was... Was sagt denn der große Paligan an, was er tun will? Ja. Vielleicht will er ja vorziehen. Paligan benutzt seinen Schicksalspunkt, damit Eldan die Probe nochmal neu würfelt. Ah, Fotze. So gut, das ist gut, das ist gut. Du kannst jetzt benutzt Eldan seinen Schicksalspunkt, nee, du kannst, auch nee, du kannst mich mal. Ja, ich würfel jetzt neu. Doppel 1, Junge! Hat er wohl Glück, dass er nur das, hat er wohl Glück, dass er das Bessere von beiden wählen darf? Ja. Nee, darfst du mit Chips nicht, nur mit Glück. Das ist ja langweilig. Achso, dann kriegst du jetzt dann er kriegt hat er jetzt echt den Crit rein. Nein! Dann hat er minus 5 Attacke Parade und ja. Ja, kann natürlich auch sein Chip jetzt verbrennen. Und 10 Punkte, ne? Auf alle Talentproben erschweren. Ja, kannst du auch mal Schicksal spielt. Wie schade. Paligan, wie schade. Fick sagt, fick dich. Die Würfelgötter haben gesprochen. Elden Gorbas, das erste Mal in seinem Leben. Nicht unnütz. Wow. Das kannst du dann auch deinen Kindeskindern erzählen. Paligan bleibt weiter oben auf dem Häuserdach stehen und sagt ein Aquasphero an auf Kiaras. Das dauert allerdings. Das dauert allerdings. Elf ist durch. Ich denke, dass er durch den Blitz kriegt. Ich weiß. 15. Was für ein Feigling. Adeptus Abelmir Yamorenis. Ja, mein Ingesphäus löst sich mit der GS 15 und fliegt Paligan voll in die Fresse. Nee, Vespertilio. Nein, ich kann ihn ja steuern. Er hat recht, er kann ihn steuern, wie es ihm beliebt.
Gifteten Hände der Magier steigt in Feuerkugel, die sie beliebig dirigieren und zur Explosion bringen kann. Okay. GS 15, müsste reichen eine Runde, bis dahin. 8 Schritt. Ja, los, hau rein. Mit 5W plus 1. Ja. Also 5W plus das FW halber. Jetzt zerstört mir mein Endgegner. Ist gar nicht so viel. Nur sieb- nur du hast du uns gesagt, ihr sterbt, ihr könnt sterben. Es gibt einen Gruppenvibe und wir haben. Ja, Horror, nee, das ist ihm halt gerade völlig egal, weil er hat einen Aura-Panzer und seine MR ist 16, also. Wie viel kommt da noch zusätzlich drauf? Er kriegt noch also 10, er schwellt sich im Blitz. 5W6 plus 1. Der Aura-Panzer? Also, er blockt sowieso erstmal 16 ab. Okay. So, und dann? Der Aura-Panzer gibt aber keine MR direkt. Der gibt ja nur diese Zusatzeffekte zu MR. Genau. Und dann triggert noch einmal 1W20 Rüstungsschutz von dem Mantel, sind 15. Das heißt, der fliegende Mantel hüllt sich schützend um Paligan. Wenn dann der Rüstungsschutz ist ja schön. Das ist ja gut. Ja, das hilft mir nicht gegen den Blitz. Wieso denn Blitz? Nicht gegen Ignisfero. Ja. Ja, gegen Ignisfero auf jeden Fall. Ja, richtig. Es geht gerade um den Ignisfero. Entschuldigung. So, dann ist der Akta, die Brandbombe senkt jetzt das Haus an. Trümmer fliegen umher. So, Freundchen. Oh, wir haben ihn sauber gemacht. Oh! Nee. Wir rechnen jetzt einfach mal von Paligan ausgehend. Das sind 3 Meter zu Ömer. Genau, dann nimmst du also die drei niedrigsten Würfel raus und dann sagst du mir, was ich kriege. Aber mir steht auch noch ein Ausweichwurf zu, oder nicht beim Ignisfero? Aber mir erzähl mal, wie viel Schaden machst du? 17. 17, okay, dann nehmen wir die 2 und die 3 raus. 2 und 2 sind 4 und 3. Dann bleiben noch 9 Schadenspunkte für Ömer und für die von Befleckten von Eldar. Du darfst auch pro Meter noch einen Schaden zusätzlich abziehen. Also 1 plus den niedrigsten Würfel immer. Okay, dann bleiben wie viel übrig, wenn er noch 3 Punkte abzieht? 6. Was? 6 kriege ich. Damit kriege ich keine Wunde. Und ich kriege aber 6 Schadenspunkte. Guckst ein bisschen. Keine Richtung an. Kriege ich auch was ab? Nee, du nicht. Du stehst weit entfernt. Die ersten Schaden, die ich richtig bekomme, Friendly Fire, typisch. Sorry. So, Abel, mir ist durch. 18. Jalan hatte vorgezogen, hatte Sturmangriff angesagt. Ahmad läuft auf die Leute zu. Brennen hier alle Leute, die davon getroffen wurden? Nö. Regeltechnisch erst ab einer Wunde, dann steht auch die Rüstung in Flammen und so ein Blödsinn, aber. Oh. So, dann mache ich gerade mal einen roten Kreis rein. Also um dich herum, die anderen Leute brennen auch, aber das ist egal, es geht mir gerade nur um dich. Das ist dieser Flammenball von Abelmir. Ahmad Rante, Ömer's dran. Willst du dich weiter verstecken? Ömer. 3, 2. Ja, Ömer, rennt ins Haus. Ins Haus. Gut, ja, durch das hier, so zerstörte dann Fenster. Hier durchs Fenster hineinspringen und dann weiter rein. Ja, gut. Über dir, das Dach ist auch zersplittert. Also Paligan müsste jetzt demnächst auch wegfliegen, aber das Haus brennt auch jetzt, ne? Ist ja erstmal egal, Kiaris 21.